Geh mal eben ein Stückchen vor. Gucken mal ganz kurz, wie viele Viecher gerade kommen. Und schauen mal ganz kurz nach, wie gut der ist. Leck mich am Arsch. Ich lass einfach mal kommen. Ich will erstmal gucken, wie gut ist denn unsere Verteidigung. Ja, die kamen bis zur ersten Kurve. Turret nodes in hibernation. Defense grid set to building mode. Gut. Was kommt jetzt denn für Flugsaurier? Gleiter sind unglaublich schnell, aber halten nur ein paar Treffer aus. Ihre Geschwindigkeit kann ein großes Problem für Luftabwehrtürme darstellen, da ihre Raketen kaum treffen. Ja, gut. Da würde ich eigentlich jetzt sagen, wir lassen die einfach mal kommen. 11,5 ist die Weite, von denen ist sie bei 4,3. Wir lassen die einfach mal kommen und schauen wir mal, wie gut unsere Abwehr wirklich ist. Im Bereich Flugabwehr. Weil dann weiß ich, okay, hier hinten muss ich noch aufrüsten oder nicht. Deswegen spare ich jetzt einfach mal das Geld. Dann schauen wir gleich mal, wo wir genau aufrüsten müssen. Ich starte einfach mal. Weil die müssen ja jetzt von da, da kommen. Lol, da. Da ist ein Dau. Okay. Weil ich habe so viele von den Dingern gebaut hier. Wie sollten die eigentlich weghalten? Wenn nicht, müssen wir halt wirklich auf explizite Luftabwehr gehen. Aber bisher sieht das Ganze super aus hier. Jetzt kommen die nächsten, die werden auch nochmal eben geholt. Ja. Der musste nur einmal eingreifen. Von daher sieht das ganz okay aus. Ich mache trotzdem nochmal hier welche hin. Verletzer. Und zwar einmal hier. Und einmal da. Und hier kommt jetzt nochmal. Wie mache ich das denn jetzt hier? Streulaser habe ich da. Dann mache ich hier mal einen Streulaser rein. Dann mache ich hier noch zwei Blitze rein. Hier hatte ich gesagt, ich komme erstmal nur Streulaser rein, weil die brauche ich drin. Ja. Dann hätten wir jetzt jedes Feld voll an Waffen. Geld habe ich auch noch ohne Ende, sprich, jetzt kommen mal eben Verstärkerfelder rein. Verstärkerfeld. Bis zum. Oh, habe ich jetzt gerade was abgedatet? Oh. Egal. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich gar nicht. Egal. Das war jetzt egal. Na, die Dinger müssen sowieso abgedatet werden. Von daher passt das Ganze. So. Einmal hier rüber. Und dann würde ich sagen, uns erwarten schnelle Viecher und Viecher mit viel Agro-Power. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal die Laser auf den neuesten Stand bringen. Einen könnten wir jetzt noch. Update 50 bei denen. Weißt du was, dann nehmen wir einfach frontmäßig hier noch dazu. So, und da würde ich sagen, Attacke, Welle 13. Ohne Scheiß, wenn wir uns jetzt noch beeilen, kriegen wir es dann noch hin, in einer halben Stunde ungefähr die Wellen durchzukloppen. Weil wir haben jetzt alles wieder aufgebaut, wir haben überall, beziehungsweise die Gegner kriegen überall mehr Damage durch unsere wunderschönen Fältchen. Und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass da ordentlich was klappt.
Ah, fuck, das. Die Viecher waren das. Ja, da guck ich auch mal, wie weit die kommen. Ich geh mal Richtung Ende. Und schau einfach mal nach. Einfach nur mal gucken. Das war Nummer 1. Ah, Nummer 2 ist auch gleich down. Ja, die sind, die sind nicht ganz so weit gekommen. So, jetzt wird hier mal ein bisschen noch geupdatet. Der wird geupdatet, der wird geupdatet. Der. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Es werden keine Luftabwehr kommen. Keine Luftabwehr jetzt gebraucht. Ich weiß, ich sehe die Dinger hier irgendwie nur als Luftabwehr, aber die sind ja für beides. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So, okay, wir sind bereit. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Wir haben alles aufgebaut. Und jetzt heißt es nur noch, geht es nur noch ums Aufrüsten. Aufbau haben wir. Aufrüsten kommt. So, gehen wir wieder hier rüber. Können wir nämlich besser gucken, weil wenn die dann einmal rumgehen, können wir mal gucken, okay, wie weit kommen die? Ich habe jetzt echt gedacht, die einen rennen noch deutlich weiter. Vorhin. Die mit den Luftzecken. Das wird jetzt interessant. Ah, okay. Alter, Wahnsinn. Ich denke die ganze Zeit, okay, die rennen hier alle so durch, weißt du, vorne so ein paar, dahinter halt die große Masse. Und alles klar, wenn die paar da bis dahin kommen, kommt die große Masse vielleicht noch ein Stückchen weiter. Und nee. Ah, jetzt geht's an an fliegende Einheiten. An die Sporenpötte. Sporenpötte. What the fuck? Dann würde ich sagen, rüsten wir schon mal hier die auf. Das Problem, da müssen wir direkt gucken, dass wir alle aufrüsten. Weil die ja über das komplette Feld angeflogen kommen und nicht nur über einen bestimmten Part. Okay, jetzt habe ich jetzt nur so wenig. Rüste ich den Einzelnen hier nur auf. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Schauen wir nach, wie gut wir uns jetzt gegen die Luftab-Einheiten und gegen die Bodeneinheiten gleichzeitig schlagen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt würde ich gerne wissen, reagieren die jetzt eher auf die Lufteinheiten oder auf die Bodeneinheiten? Weil wenn die jetzt wirklich auf die Bodeneinheiten reagieren, nicht auf die Lufteinheiten, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein saftiges Problem. Das mache ich jetzt mal eben, indem ich da hinten gehe. Ah, die reagieren nach oben, glaube ich. Oder? Okay, Bodeneinheiten sind erledigt, dann kommen die Lufteinheiten. Bei den Ballons geht das ja noch, die Lufteinheiten sind halt relativ langsam. Aber wie sieht's mit den anderen aus, mit den Vögeln, diese schnellen? Die halten zwar wenig aus, die halten, glaube ich, genauso viel aus wie die hier. Sind aber halt nicht so zahlenreich unterwegs, dafür aber schnell. Weit.
kommen echt weit, aber es ist halt anfangs die Zahl, die Masse. Als Einzelne kommen die nicht weit, wie man sieht. Da dümpelt noch einer rum einzeln. Das war's. Fuck. Ich muss mir da was überlegen, das funktioniert so nicht. Warte mal. Das verkaufen, da kommt jetzt so ein Teleport rein. Das verkaufe ich, hier kommt jetzt einfach ein Streulaser drauf. So. Wie machen wir das jetzt? Dann würde ich sagen, rüste ich mal. Was haben wir denn als nächstes? Ach, die wieder. Rüste ich jetzt erstmal die komplette Seite auf. Die, beziehungsweise hier den mittleren Part. Okay, das sieht gut aus. Springen wir mal eben rüber, machen wir mal hier den mittleren Part. Und die Spoiler sind besser. Wichtiger. Streulaser zielen nämlich von da aus auch noch rüber, von daher auf jeden Fall die erstmal updaten. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal. So, mehr können wir nicht, dann würde ich sagen, Welle 16 Attacke. Aber wir haben es jetzt geschafft, in 6 oder 7 Minuten haben wir jetzt gerade 3 Wellen weggespeist. Die Einheiten müssen ja erstmal hier hinkommen, wie man sieht, die sind ja die sind ja ultraschnell. Ne? Von da kommen noch welche hoch. Da kommen noch welche, aber es sind nicht viele, das sind 5 Gegner nur. In Anführungsstrichen nur. Ich glaube, die fressen nicht mehr als erwartet. Man muss einfach den Kopf treffen, danach geht das ganz schön. Die anderen hitte ich jetzt mal nicht an. Mal gucken, wie weit die kommen. Ja, die kommen ein bisschen weiter. Ah, da kommen die ganzen kleinen Viecher. Okay, wir stellen uns mal hier hin, wir gucken mal, wie weit die kommen. Erfolgsaussichten sind jetzt nicht ganz so hoch. Ah, er ist um die Kurve. Er ist noch um die Kurve. Okay. Dann würde ich sagen, das haben wir. Dann rüsten wir mal ganz kurz hier die noch auf. Der muss noch aufgerüstet werden und hier hinten nochmal die Luftabwehr, ne? Da müssen wir dran denken, dass die Luftabwehr updaten. Die kommen noch, der kommt noch. Ja. Damit hätten wir, sage ich mal, die ersten Bahnen komplett durch. Jetzt mache ich mich um die Luftabwehr, beziehungsweise die haben wir schon, die haben wir schon. Eben noch. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Das heißt, wir können wieder gemütlich attackieren lassen. Das wird die nächste Welle machen. Wie gesagt, wenn wir jetzt Gas geben, kriegen wir das relativ zügig hin. Dann kann ich theoretisch wirklich pro Map sagen, okay, jede Map kriegt dann halt ihre Verfolgen. Dann schauen wir mal nach, wie lange ich insgesamt brauche. Das sind 8 Gegner. Das sind schon wieder diese Truthähne. Ah, einer von diesen drei Beutel und 5 Hühner. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Dann würde ich sagen, dass wir die mal kommen. Ich sag mal so, wir werden die fertig machen. Hier geht es halt nur darum, wo wir die fertig machen. Auf welcher Position, in welcher Position scheitern die? Ja, das ist der erste, der ist schon ziemlich groß. Der zweite ist auch schon relativ groß. Der dritte ist auch schon groß. Ah,
die sind nicht ganz durchgekommen. Also, und danach haben die doch Weg vor sich. Also von daher. Ja. Weil größtenteils ist ja hier nur Luftabwehr. Größtenteils. Aber hier ist halt wirklich massenhaft. Da gibt es halt massenhaft Schläge. So, okay. Dann schauen wir mal ganz kurz nach. Die sind jetzt hier durchgekommen. Ich würde mal sagen. Update. Hier auf jeden Fall die Streulaser für die Luftabwehr. Weil die bei der Luftabwehr mithelfen. Schauen wir mal ganz kurz hinten nach, was da noch ist an Streulasern, was abgedeckt werden kann. Der zum Beispiel, die beiden. Also der hier. Und der hier. Und einmal ganz hinten mache ich auch mal eben die Reihe durch. Dann würde ich sagen. Haben wir jetzt echt schon alles auf Stufe 2 hier? Ich glaube, ne? Müsste, glaube ich, alles auf Stufe 2 sein. Dann würde ich sagen, mache ich den Boden auch mal hin. Wir brauchen zwar ein bisschen mehr. Machen wir die ersten drei Felder mal eben. Nächstes Mal gehen sie auf 88%. Ich weiß nicht, was ist der maximale Stufe? Sonst würde ich mal sagen, testen wir das mal an einem Gerät aus. Dann nehmen wir uns, keine Ahnung, diesen Streulaser hier. Und rüsten den mal auf maximale Stufe aus. Ich will mal wissen, wo der hinkommt. Auf welche Stufe. Also, die Monster machen wir auf jeden Fall fertig. Davon bin ich jetzt auf jeden Fall mal fest überzeugt für die nächsten 3-4 Wellen auf jeden Fall. Danach müssen wir mal gucken. Da wird es auf jeden Fall noch brenzlig. Aber die kommen halt bis dahin und danach haben die noch ein bisschen Weg vor sich. Die kriegen ordentlich auf die Fresse. Haben wir auch Fliegeneinheiten diesmal? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Also ich sag mal, die wunderschönen, keine Ahnung, Osterhasen und die, Tintenfische, keine Ahnung. Also große Hasen sind da nicht, aber egal. Ja, schauen wir mal. Ich kann hier ein bisschen reinhalten oder so. Ja. Hier und hinten. Die kommen weiter als erwartet. Die sind echt weiter als erwartet gekommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, dann würde ich mal sagen, ich nutze die Chance einfach mal und teste es mit diesem Streulaser aus. Ich will mal wissen, wirklich, wo kommt der hin, auf welches Level. Weil ich gehe davon aus, Level 10 oder sowas ist auf jeden Fall drin. Level 3 haben wir jetzt, Level 4 haben wir jetzt, Level 5 haben wir auch noch, Level 6 kriegen wir auch noch hin. Aber das... Alter. Jetzt mal gucken, 120 Schaden macht der. Zu einem Standardding, was derzeit hier rumsteht, 15. 120. Das verdoppelt sich immer. Die Weite ist sogar auf 4,7. 4,3, die Weite ist auch hochgegangen, also von daher, das Ding ist overpowered. Okay, next. Welle 19. Wir haben jetzt also noch insgesamt 6 Wellen vor uns. Dann, ja. Ich weiß gar nicht, was... Ah, Lufteinheiten. Lufteinheiten. Nur Lufteinheiten? Ah, und die Viecher wieder, okay. Da würde ich sagen, schnell zurück, da will ich mal unbedingt nachschauen, wie jetzt das Abwehrverhalten von unseren Waffen ist. Halt diese beiden Einheiten hatten wir noch nicht, wir hatten die einzeln, aber noch nicht zusammen. Ja, unsere komischen Flugsaurier, die werden angepustet, danach sind sie erstmal down. Ja, echt gefühlt einen Schuss ab und sind dann gefickt. Gut, einen Schuss nicht, die werden meistens mal mit zwei, drei Schüssen abgefeuert. Alter, der rote Laser, oh. Der ist schon übel. Der ist schon übel. Vor allem, die sind halt relativ tief, da kommt der halt dran. Da kommt der einfach ran. Okay.
frage mich aber wirklich, ob die Dinger hier überhaupt so viel Damage verteilen, wie sie den Anschein haben. Das sollten wir hinbekommen. Ja. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ah, Hühnchen und Muskel. Alles klar. Na, will ich mal gerade selber nachgucken. Momento, die haben jetzt eine Stärke von... Gut, die schießen halt relativ langsam. Das ist halt so deren Punkt. Die schießen halt relativ langsam, aber an sich machen die extrem viel Damage. Ja, wir können halt jetzt hier mal die Felder hier weiter aufwerten. Das mache ich aber nur für die erste Reihe hier. Weil es ist extrem teuer und wir brauchen die Waffen eigentlich, die dann noch ein bisschen mehr Damage machen. Die Felder habe ich zum Beispiel nur dazu genommen, damit wir die Felder halt auch noch nutzen können. Und ja. So. Welle kann kommen. Welle 20 von 25. Ich bin bereit. Aber kommen schon die ersten Hühnchen und die ersten, keine Ahnung, Gorillas oder sowas. Das Ding finde ich irgendwie cool. Das finde ich irgendwie krass. Ist ja der halt nur so einen gelben Strahl. Die haben teilweise gar keinen Strahl. Und der hat einfach so fett drei Orangen, ne? Ja, wir lassen die wieder durchlaufen. Mal schauen. Ich habe halt Probleme an den Anfang. Am Anfang habe ich Probleme, dass ich die... wie soll ich sagen? Die ersten Monster, da habe ich Probleme gehabt, dass die das Team schon halten. So, jetzt habe ich endlich den Satz zu Ende bekommen. Da habe ich Probleme gehabt, aber danach ging es eigentlich. Ja, Bodeneinheiten, dann nehmen wir auf jeden Fall hier. Und rüsten erstmal hier die ganzen Sachen auf. Wir nehmen auf jeden Fall die Streulaser erstmal unter Aufrüstschutz, keine Ahnung. Wir sind jetzt Level 3 und das Ding ist Level 5. Das ist auf jeden Fall schon mal zwei Level weiter. Kostet aber dementsprechend auch mehr. Weil ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt so weit kommen muss. Also levelmäßig. Ob man wirklich sagen muss, oh, wir brauchen wirklich ein Level 5er. Oder ob man wirklich sagt, okay, Level 3 reicht eigentlich, wenn wir davon die Masse haben. Ist im Grunde, glaube ich, günstiger. Ah, wieder die, unsere laufenden Säcke. Unsere laufenden Säcke und, einer, der ein bisschen fixer unterwegs ist. Die rasieren. Ja, würde ich sagen, herzlich willkommen hier. Tower Defense, in Gordon. Wir schauen mal, wie wir durchkommen. Also die Luftsäcke, davon gehe ich aus, dass wir zwei, drei durchkommen werden. Mindestens. Mindestens, ja, guck mal, da kommt ja schon der erste. Da kommt schon der zweite. Und der dritte hinterher, guck mal. Drei Stück. Die kommen diesmal weiter als bis zur Kurve. Doch nicht. Oh, hab ich geirrt, ne? Oh, 666 Ressourcen. Oh, Zahl des Teufels. Wir haben... Was ist das hier? Einmal das hier und einmal... Achso, das sind die Läufer. Okay. Ich gucke halt gerade nach... Ja, muss man halt nachgucken. Was steht uns vor?
Aber wie gesagt, ich rüste jetzt erstmal die hier auf, weil die kommen halt, können halt drüber schießen. Dadurch sind die halt ein bisschen. Ist aber ein bisschen besser für uns, ein bisschen sinnvoller. Auf der einen Art. Für die andere Art sind natürlich die. Die Blitze super. So, wir starten direkt wieder rein. Ne? Welle 22, wir wollen natürlich keine Zeit verlieren. Da sind jetzt insgesamt auf 4 Wellen. Ja, das kriege ich hin. Dann schneide ich die Folgen halt dann immer so für die einzelnen Maps. Ah, wir schauen mal nach. Ah, die werden direkt beschallt hier. Die werden direkt beschallt. Keine Chance, kein Ding zu lassen. Direkt beschallt. Oh, was ist noch Horde? Was für eine Horde? Ah, wie viele kommen denn durch? Keiner ist durchgekommen. So, wir gucken gerade nach. Es sind wieder Lufteinheiten am Werke. Lufteinheiten, das heißt, hier wird erstmal hinten im Bereich Luftabwehr aufgewählt. Boah, zieht die 100 brauchen die. Ich mache jetzt nur die hinteren. So als, ich sag mal, letzte Dingels. Dass die Gegner, die dann wirklich dann noch dahin kommen, dass die wirklich instant gefickt sind. Laser kommen auf jeden Fall jetzt, die müssen mit verstärkt werden. Denn die Einheiten, die Tintenfische. Nein! Es fehlt wirklich nicht viel. Die Tintenfische ziehen halt extrem viel. Und ja. Ey, ohne Scheiß, das Ding mag ich, Alter. Level 5, Power ohne Ende, das Ding fickt. So, jetzt bin ich aber gespannt. Lufteinheiten, die kommen da hinten, die sind aber wieder langsam. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir die Thunfische. Alter, wie viele? Es sind einige. Ich glaube, wir hatten schon mal mehr. Jetzt bin ich halt nur gespannt, okay, was. Was machen jetzt die? Weil die Thunfische sind schneller. Ah, da kommen jetzt die ersten. Hier macht es entweder die Masse oder er hier. Ich frag mich, was jetzt in der letzten Welle kommt. Es ist zwar Welle 23, also 24 steht jetzt noch bevor, aber was kommt in der letzten Welle? Alter, die kommen ja gar nicht weit. Ich krieg nicht mal die Hälfte des Feldes super. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5. G3. 2-1-0. Komischer Vibrator. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Wir haben Läufer und diese Bullen. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall die Laser aufwerten. Haben wir die Laser jetzt hier schon alle aufgewertet? Nein, der fehlt noch. Der fehlt noch. Den haben wir schon. Beiden müssen wir noch gehen. 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 Diesen. Gehen. Oh, schon wieder nicht. Warte, den Laser haben wir gerade aufgewertet. Generell noch nicht. Gut. Okay, los geht's.
Da kommen ja schon wieder unsere Gorillas angelaufen. Aber was war das denn noch? Die Gorillas und die kleinen, keine Ahnung, Wölfe oder sowas. Ich nenne die einfach so, dann kann man so ungefähr erkennen, was gemeint ist. Gorillas dicke Arme, weißt du, und Wölfe so kleine Flitzbienen, die ja einfach rumlaufen. So, das sind keine Wölfe. Das ist irgendwas, aber auf jeden Fall kein Trollen. Weil hier sieht man super, wie selbst der hier noch hinterherkommt und von dort aus schießt. Das ist eine super Verteidigung. Okay, wenn man das Ganze verbessern sollte. Wenn man das Ganze verbessern würde. Würde ich ganz eindeutig die komplette Reihe. Bis auf die Lufteinheiten hier vielleicht. Würde ich nur mit den Streulasern machen. Und die hier würde ich dann dafür in diese komplette Reihe versetzen. Einfach, die Gegner laufen da entlang und da rum. Wenn die Gegner hier sind, kommen die Streulaser von dort aus auch da ran. Aber die Blitze nicht. So, auf zur letzten Runde. Welle 25. Na, jetzt Welle. Das hier wird erstmal upgedatet. Jetzt wird erstmal hier geguckt, was müssen wir denn hier noch updaten. Das muss noch upgedatet werden. Das hier ist noch gar nicht auf dem neuesten Stand. Das muss noch. Dann haben wir die schon mal. Ist das jetzt schon? So. Flugeinheiten kommen nämlich auch. Dementsprechend wird erstmal. Ich update die Laser mal. Hier. Dort. Weil die sind ein bisschen günstiger. Nein. Das wollte ich nicht. Der ist. Also, passt nicht mehr. Schade. Passt nicht mehr. Von den Feldern können wir auch nicht. Gut. An sich ist doch super gewesen. So, ich starte schon mal die Runde. Wir können ja nichts mehr kaufen. Ich hätte eventuell die Waffen updaten können, glaube ich. Egal. Wir haben sowieso nicht geschossen den letzten Mal. Ich habe einfach nur noch zugeguckt. Weil, ja gut, Anfang ein bisschen verkackt, aber danach, ich sag mal so, spätestens da waren die eigentlich down. So. Oben kommen die Flugobjekte und von unten kommen. Da kommen die Säcke oder einer. Ist das nur der eine? Das ist nur der eine oder was? Ich dachte, die wollen hier jetzt in der letzten Runde mal Gas geben. Der ist jetzt down. So. Ja, gut, dass ich die Laser aufgerüstet habe. Ne? Und dann fallen die nämlich auch vom Himmel wie sonst was. Das wäre dann die Map. Das wäre jetzt die Map. Weil Level 25 ist die letzte Welle. Ja, ich. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hm? Ich dachte, es wird vielleicht nur ein bisschen aggressiver. Sieg. Congratulations. Eigentlich bin ich nicht dafür, dass man die Errungenschaften sieht, aber. Scheißegal. ja, getötet haben wir fast 1000 Einheiten. Ausgaben für Waffen 0, für Türme 100%. Türme gebaut 182. Genauigkeit 54%. Volltreffer so und so viel. Lieblingswaffe Schrotflinte, ja, das war einfach am geilsten. Die hatte alleine schon 4 Schuss und dann konntest du diese komischen Tintenfische, Thunfische da. Tintenfische, nicht Thunfische, von hinten holen.
So, ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Päuschen und wir sehen uns dann direkt bei der nächsten Folge, bei der nächsten Map. Bis später.